Hallo liebe Häkelfreunde, willkommen zu meinem neuen Video. Der Valentinstag steht kurz bevor und ich habe mir deshalb dieses Herz überlegt und werde das gerne mit euch gemeinsam arbeiten. Viel Spaß damit! Willkommen, liebe Häkelfreunde, zu unserem Valentinsherz. Ich beginne mit einer Anfangsschlaufe und häkle 16 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ich mache einen Umschlag und steche in das zweite Stäbchen von der Häkelnadel aus gesehen ein und arbeite ein halbes Stäbchen. Und jetzt häkle ich in jede Luftmasche ein halbes Stäbchen, so dass wir 15 halbe Stäbchen erhalten. Genau 15 halbe Stäbchen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns gleich wieder. Bis dann! Willkommen zurück. Ich habe jetzt also 15 halbe Stäbchen gehäkelt und wende meine Arbeit. Ich häkle 3 Luftmaschen und in dieselbe Masche noch 3 Stäbchen. 1, 2, 3, sodass wir jetzt 4 Stäbchen in einer Einstichstelle haben. Jetzt kommen 4 Stäbchen in jede Masche eines, zwei, drei, vier. Die nächsten 5 Stäbchen häkeln wir als zusammen abgemaschte Stäbchen, das heißt ein Umschlag, in das erste Stäbchen einstehen, den Faden durchholen, 2 Fäden abmaschen, ein Umschlag, einstechen, Faden holen, 2 Fäden abmaschen, ein Umschlag, in das dritte Stäbchen einstechen, 2 Fäden abmaschen, dasselbe im vierten Stäbchen und im fünften Stäbchen. Jetzt alle gemeinsam abmaschen und keine Luftmasche häkeln. Es geht sofort weiter mit 4 Stäbchen. 1, 2, 3, 4 und in die letzte Masche kommen 4 Stäbchen wieder. 1, 2, 3, 4. Jetzt arbeiten wir an der Unterkante weiter in die nächste Lücke, hier kommen 3 Stäbchen. 1, 2, 3. Jetzt folgen 6 Stäbchen und die häkle ich auch wieder in diese Lücken hinein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt in die nächste Lücke häkeln wir 5 Stäbchen. 1, alle in dieselbe Einstichstelle. 2, 3,
4, 5. Jetzt folgen wieder 6 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und hier in die letzte Lücke 3 Stäbchen. 1, 2, 3. Und wir schließen die Runde mit einer Kettmasche in die dritte Luftmasche des Beginns. Und ihr seht schon, das kleine Herz ist schon erkennbar. Jetzt häkeln wir immer in Runden weiter. Und zwar häkeln wir 3 Luftmaschen und verdoppeln hier gleich die Maschenanzahl, indem wir in dieselbe Loch noch ein Stäbchen dazu. Wir haben also aus einem Stäbchen jetzt 2 gemacht. Das machen wir auch mit dem nächsten Stäbchen. 2 Stäbchen in eine Einstichstelle, in das nächste Stäbchen ebenfalls. Und in das nächste ebenfalls. Wir haben jetzt also auf die ersten 4 Stäbchen 8 Stäbchen gehäkelt. 2, 4, 6, 8. Jetzt folgen 2 Stäbchen. Und wieder 5 zusammen abgemaschte Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5. Wieder 2 Stäbchen. 1, 2. Jetzt folgen wieder unsere 4 Verdoppelungen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist jetzt die Oberkante und jetzt geht es weiter mit der Unterkante. Noch einmal 2 Stäbchen verdoppeln. 1, 2, 3, 4. Jetzt folgen 9 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und wir müssten jetzt hier, ihr seht diese Gruppe von 5 Stäbchen, und in das mittlere müssen wieder 5 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt kommen wieder 9 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und es bleiben noch diese 2, die wir wieder verdoppeln müssen. 1, 2,
3, 4 und wir schließen die Runde wieder mit einer Kettmaschine. Zur Erklärung, wir machen also immer an der Oberkante genau auf beiden Seiten dasselbe und auf der Unterkante ebenfalls, damit dieses Herz auch symmetrisch wird. Wir starten die nächste Runde wieder mit 3 Luftmaschen, verdoppeln das erste Stäbchen, häkeln dann 2 normale Stäbchen, verdoppeln die nächsten 2 Stäbchen, sind jetzt 2, 4, 6, 8, häkeln 3 normale Stäbchen, häkeln wieder unsere 5 zusammen abgemaschten Stäbchen, 1, 2, 3, 4, 5, machen wieder 3 Stäbchen, verdoppeln die nächsten 2 Stäbchen, 1, 2, 3, 4, häkeln 2 normale Stäbchen, 5 und 6 und verdoppeln das nächste Stäbchen, 7 und 8. Und hiermit haben wir wieder die Oberkante beendet. Jetzt behäkeln wir die Unterkante wieder und zwar mit 15 Stäbchen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 und wir müssten uns jetzt wieder hier in dieser Fünfergruppe befinden und in das mittlere Stäbchen kommen wieder 5 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt folgen wieder 15 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und 15. Und wir schließen auch diese Runde wieder mit einer Kettmasche. Im Moment sieht das Herz so aus. Wir machen jetzt die 5. Runde. Starten wieder mit 3 Luftmaschen. Häkeln noch ein Stäbchen. Verdoppeln die nächsten 4 Stäbchen. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, häkeln 3 Stäbchen, 1, 2, 3 und häkeln jetzt 5 zusammen abgemaschte feste Maschen. Das geht folgendermaßen. Wir machen keinen Umschlag, sondern stechen in das erste Stäbchen ein, holen den Faden durch, stechen in das zweite Stäbchen ein, holen den Faden durch, stechen in das dritte ein, holen den Faden durch, in das vierte und in das fünfte. Wir haben jetzt 2, 4, 6 Schlaufen auf der Nadel und maschen alle gemeinsam ab. Jetzt folgen wieder 3 Stäbchen. Vier Stäbchen verdoppeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und noch 2 Stäbchen. 1, 2 und die Oberkante ist wieder fertig. Jetzt verdoppeln wir die nächsten 4 Stäbchen wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt häkeln wir 13 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 und müssten uns wieder in dieser Fünfergruppe befinden. Und auf das mittlere Stäbchen kommen wieder 5 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt folgen wieder 13 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und die letzten 4 verdoppeln wir wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und schließen mit einer Kettmasche.
Und im Moment sieht das Herz so aus. Ich starte jetzt die letzte Runde wieder mit 3 Luftmaschen und einem Stäbchen in das nächste Stäbchen. Verdopple die nächsten 4 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arbeite die 5 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5. Arbeite jetzt wieder 5 zusammen abgemaschte feste Maschen, also ohne Umschlag, einstechen, Faden durchholen, einmal, zweimal, dreimal, viermal und fünfmal, alle gemeinsam abmaschen, 5 Stäbchen, 1, 2, 3, 4, 5. Die nächsten 4 verdoppeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und noch 2 Stäbchen nebeneinander, dann ist die Oberkante wieder fertig. Jetzt starten wir mit der Unterkante und zwar verdoppeln wir jetzt wieder die nächsten 4 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir häkeln jetzt 19 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 und 19. Kommen jetzt wieder zu dieser 5er-5er-Gruppe und in das mittlere arbeiten wir wieder 5 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt folgen wieder 19 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Zwölf,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und die letzten vier verdoppeln wir wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir schließen auch diese Reihe wieder mit einer Kettmasche. So, unser Herz ist fertig. Es ist ungefähr 22 cm breit. Und wenn ihr das Herz vergrößern wollt, müsst ihr immer hier diese 5 abgemaschten Stäbchen machen. Also diese 5 zusammen abgemaschten Stäbchen bzw. festen Maschen machen. Hier in der Spitze immer 5 Stäbchen hineinhäkeln, an den Rundungen immer einige Maschen verdoppeln und wichtig ist, dass ihr immer sowohl an der Oberkante als auch an der Unterkante immer genau dasselbe macht. Für meinen Zweck reicht jetzt diese Größe und ihr solltet jetzt noch ein zweites identisches Herz häkeln und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis dann! Willkommen zurück! Ich habe jetzt also 2 identische Herzen gehäkelt, habe die Fäden vernäht und lege jetzt die Herzen, also links auf links, aufeinander, sodass also die rechte Seite jeweils außen ist, zähle hier von der Spitze, von dieser mittleren Masche, zähle ich 10 Maschen hinauf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, markiere das mal mit der Nadel und hier ebenfalls, hier ist dieses mittlere Stäbchen, 2, 4, 6, 8, 10. Ich nehme mir also hier das 10, das 11. und hier das 11. Stäbchen. Steche durch beide durch. Nehme mir die rote Wolle wieder. Hole mir den Faden durch. Verknote ihn. Steche noch einmal durch dasselbe Loch durch. Hole mir den Faden durch. Mache eine Luftmasche. Häkle jetzt in dasselbe Loch noch einmal durch und mache eine feste Masche. Den Faden häkle ich jetzt gleich mit ein. Steche in die nächsten 2, also vorne und hinten, und häkle eine feste Masche. Durch die nächsten 2. Und häkeln auf diese Weise die 2 Herzen zusammen. Und ihr häkelt jetzt bis kurz vor diesem Einschnitt hier, also einige Maschen vorher, und da sehen wir uns dann wieder. Bis gleich. So, ich habe jetzt also die 2 Herzen ein Stück weit schon zusammengehäkelt. Wir brauchen ja jetzt oben sozusagen einen Halsausschnitt und da lasse ich die letzten 2 Maschen vor der Spitze, die lasse ich übrig, mache noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Wir schauen jetzt, dass genau Spitze auf Spitze liegt und lassen auch hier
die nächsten zwei Maschen aus, stechen in die dritte vorne und hinten durch, holen uns wieder den Faden durch, verknoten ihn. Und häkeln jetzt auch die zweite Seite zusammen. Wir fahren also noch einmal in dasselbe Löchlein, holen uns den Faden durch, machen eine Luftmasche, stechen noch einmal in dasselbe Loch ein, holen uns den Faden durch und häkeln eine feste Masche. Hier können wir den Faden gleich wieder mit einhäkeln. Und wir häkeln auch die zweite Hälfte jetzt mit festen Maschen zusammen. Genau wie auf der anderen Seite. Und wir lassen auch hier die letzten 10 Maschen übrig. Und wenn ihr da angekommen seid, sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe jetzt also auch die zweite Hälfte mit festen Maschen zusammengehäkelt. Lasse hier ebenfalls wieder 10 Stäbchen und dieses mittlere aus. Mache noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Ich werde jetzt die Fäden vernähen und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann! Willkommen zurück! Ich habe jetzt hier so ein Satteurband. Gut 60 cm lang, 1 cm breit. Das fädle ich in meine Wollnadel ein. Und ziehe hier, fange hier in der Mitte an. Und ziehe es so durch die Stäbchen immer einmal von oben, von unten, von oben, von unten. Ziehe das hier durch. Dass das gleich lang ist in etwa. Nehme die Flasche, stülpe das jetzt drüber, mache hier noch ein Mäschchen. Und fertig ist unser Valentinsherz. Hallo liebe Häkelfreunde, unser Herz für den Valentinstag ist fertig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß beim Nacharbeiten. Eure Karin aus dem Ländle.